Auf Instagram habe ich euch gefragt, welche Vorurteile ihr manchmal gegenüber Leuten habt, die nachhaltig leben oder die man so kennt oder die Vorurteile, die ihr wirklich habt. Und da ich direkt mal auf die Sachen antworten wollte, die ihr mir gesagt habt, ist mein Freund heute ausnahmsweise dabei und liest mal die ganzen Sachen vor, die ihr mir quasi so in den Kopf geworfen habt. Hallo. Erste Sache, die geschrieben wurde. Würdet ihr Fleisch essen, das sonst weggeworfen werden würde? Nein, es geht darum, wir leben größtenteils vegan und jetzt wurde gerade die Frage gestellt, zum Beispiel wenn man im Restaurant ist und man bestellt irgendwas, man bekommt dann mal was nicht veganes, sondern einen Burger mit halt richtigem Fleisch. Ich würde den nicht essen, ich denke, mein Freund würde ihn schon essen, weil sonst würde er weggeworfen. Aber ich finde mittlerweile Fleisch nicht mehr so cool, dass ich selber auch gar nicht mehr esse. Okay, nächste. Ich glaube, ihr habt sehr starre Regeln zum Medien- und Süßigkeitenkonsum eurer Kinder. Wahrscheinlich in den Augen von manchen Leuten auf jeden Fall, weil wir gucken eigentlich erst mehr Fernsehen mit unserem Sohn seit Corona, der seitdem einfach fast nicht mehr geschlafen hat morgens und wir viel zu früh wach waren. Ansonsten gucken wir über Tag eigentlich nur so ein paar Minuten die bekannten Kinderserien und manchmal auch schon mal einen Film. Und Süßigkeiten haben wir halt fast nie da, weil die immer verpackt sind. Also ist wahrscheinlich schon hart reglementiert für manche. Für uns ist es so, wie es für uns halt ist, so wie wir es auch machen. Wenn wir Süßigkeiten essen, kann er was abhaben. Nur eins am Tag. Ich habe richtig Respekt, dass ihr das mit Kindern und Zero Waste und der Selbstständigkeit schafft. Danke, ich auch. Manchmal habe ich das Gefühl, der Account ist sehr missionierend und mit erhobenem Zeigefinger. Ja, das kann also vorkommen. Witzigerweise höre ich total oft, wie schön, wie gern Leute mir folgen, weil ich nicht missionierend und nicht mit erhobenem Zeigefinger bin. Ich weiß aber, dass meine Wortwahl manchmal so rüberkommen will. Ich will aber lieber inspirieren und nicht den erhobenen Zeigefinger zeigen. Es gibt halt einfach Fakten, die sind da, mit denen müssen wir leben. Ist es überhaupt möglich, realistisch komplett müllfrei zu leben? Nein, ist nicht. Dazu habe ich schon mehrmals Blogbeiträge gemacht. Dazu findet ihr auch mehr Infos in meinem E-Book zum Thema Zero Waste mit Baby. Das verlinke ich auch nochmal unten. Könnt ihr gerne runterladen, das ist kostenfrei. Denkt mal so weit, alleine wenn ihr eine neue Bankkarte braucht, kommt so ein großes Plastikding zu euch nach Hause. Wenn ihr ganz woanders leben wollt, ist es wahrscheinlich möglich. Oder wenn ihr Single seid und direkt bei einem Unverpacktladen wohnt, dann ist das möglich. Nur in vielen Konstellationen ist es nicht möglich. Sei mal dahingestellt, wenn ihr krank werdet oder ins Krankenhaus müsst, auch dann fällt Müll an. Man kann wohl sehr viel machen. Hafermilch als Ersatz für Joghurt scheint mir etwas fehl am Platz. Ungefähr so wie Äpfel mit Kartoffeln zu vergleichen. Beides lecker, aber das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun. Das bezieht sich auf einen Post, den ich gemacht hatte, weil ich mal ausgerechnet habe, wenn wir Joghurt kaufen würden, pflanzlichen Joghurt, wie viel Geld wir ausgeben müssen. Ich kam so ungefähr auf 40 € im Monat nur für Joghurt. Und deshalb machen wir Hafermilch selber. Der Vergleich, das ist natürlich kein direkter Vergleich von den beiden Produkten. Das soll einfach zeigen, Joghurt ist in Plastik verpackt und deshalb kaufen wir ihn einfach nicht oder nur, wenn er nur in ganzen Ausnahmefällen. Deshalb machen wir einfach Hafermilch. Das heißt, für uns könnte man es zum Beispiel mit Fleischwurst und veganer Gemüsestreichcreme vergleichen, weil ich habe sonst immer Fleischwurst auf Brötchen gegessen und esse jetzt vegane Gemüsestreichcreme. So ist das zu sehen. Okay. Ich denke, eure Kinder werden es euch später danken, nicht öffentlich gezeigt zu werden. Ich hoffe auch. Obwohl ein Video gibt es. Ich denke manchmal unterbewusst, dass ihr auf zu viele Sachen verzichtet und euch das eher unglücklich macht, zum Beispiel beim Joghurt. Dieser Joghurtpost war echt krass. Ja, wir haben auch schon mal mit einem Freund, habe ich heftige Diskussionen zum Thema Verzicht gehabt. Und mein Lebensstil macht mich einfach freier. Du kannst ja kurz ausnahmsweise auch gerne was dazu sagen, wenn du willst. Ist das für dich Verzicht, ja oder nein? Nein. Es gibt auch einen Podcast von uns beiden zum Thema, den verlinke ich einfach auch nochmal unten unterm Video. Ja. Ich bin unsicher über eure Entscheidung, eure Kinder vegan zu ernähren. Auch das ein häufig diskutiertes Thema auf meinem Kanal.
Und war auch für mich eine Herausforderung, weil wir sind selber erst ein halbes Jahr vorher Veganer geworden. Also wir kaufen nur vegane Sachen zu Hause. Wir waren bei der Ärztin, wir waren bei der Ernährungsberaterin und wir haben unseren Sohn tatsächlich auch mal das Blut auf Nährstoffe testen lassen. Und lustigerweise sogar die Ernährungsberaterin meinte, eigentlich sollte das jeder Mensch mal machen, weil jeder Mensch hat wahrscheinlich irgendwie einen Mangel. Man denkt einfach nur nicht drüber nach. Ich verstehe nicht, wie du das hinkriegst, nicht wütend zu werden bei den dummen Umweltsünden. Ganz einfach, ich habe früher selber mal geraucht, ich hatte mal einen Roller, ich habe selber ganz schön viel Quatsch gemacht, der für die Umwelt einfach nicht cool war und ich denke, jeder Mensch hat die Chance, das zu ändern. Vielleicht seid ihr etwas auf dem alternativmedizinischen, / homöopathischen Trip. Nee, wir lassen unsere Kinder beide impfen, einfach auch, weil wir dafür sorgen, dass andere Kinder auch nicht super krass angesteckt werden. Ja. Wie nennt man das? Alltäglich medizinischer Weg? Trotzdem finde ich auch Homöopathie eine gute Sache, weil es gibt auch so Sachen wie Akupunktur. Ich hatte richtig hart Rückenschmerzen nach der ersten Geburt und die ist nur durch Akupunktur weggegangen. Ich frage mich oft, ob so ein Zero-Waste-Lifestyle nur dann klappt, wenn ein Elternteil nicht arbeitet. Genau diese Nachricht war für mich der Grund, warum ich das neue E-Book geschrieben habe, nämlich Zero Waste und nachhaltig mit Kind, weil wir arbeiten beide. Auch wenn ich selbstständig bin, auch wenn es manchmal so aussieht, als würde ich nur mit den Kids abhängen, stimmt nicht. Ich bin selbstständig, ich arbeite dann, wenn die Kids nicht da sind. Du lachst schon. Ja, ich komme nicht nach dem Lesen. Crazy Polizist und Öko, bin selbst noch bei der Polizei und Öko finde es super schwierig, ist kein Wort. Das ist aber, das bezieht sich auf so eine Sache, passt mein Job überhaupt noch zu meinem Lifestyle? Und es gibt Jobs, da passt das perfekt. Da kann man sehr viel machen und es gibt Jobs, da passt das nicht. Deshalb gibt es auch eine neue Kategorie bei mir auf dem Blog, wo ich ein paar Jobs vorstelle und Menschen, die ihren Job geändert haben deswegen. Und ja, ich finde, das ist kein Gegensatz, bei der Polizei zu sein und ein Öko zu sein. Warum? Ihr seid süchtig nach Kuchen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern zwei gebacken. Ja. Es ist Hassliebe, euch nacheifern zu wollen und das Gefühl zu haben, doch wieder nicht. Ja. Ja. Du teilst nur dein rundum Happy Life. Das wirkt vielleicht auf manche so, weil meine Grundeinstellung ist eigentlich eine sehr positive Einstellung. Und ich wurde sogar mal bei einem Seminar gefragt, dir ist noch nie was Schlechtes im Leben passiert, oder? Wie kann man immer nur so positiv eingestellt sein? Klar gibt es bei uns auch super crazy verrückte Momente, die poste ich, wenn dann auch schon mal in der Story. Kann sein, dass die nicht so rüberkommen, weil ich meistens nicht schreibe, verfickte Kackmist, Kacke, heute war so ein richtiger Scheißtag. Ich kann es ja gerne mal machen, wenn ihr wollt. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. So, wie viel Zeit ist jetzt schon rein? Guck mal bitte. 8,5 Minuten. 8,5. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit für noch ein paar Sachen. Finde es etwas fake, dass ihr euch Wasteless Hero nennt, aber ein Auto habt. Ja, finde ich gut, dass mir jemand sowas schreibt, weil genau sowas sind Sachen, die Leute von anderen Sachen abhalten. Ich sage das mal in einem Satz, es gibt Menschen, die zeigen oder die zeigen genau auf das, was du noch nicht richtig machst, damit die sich besser fühlen und du dich schlecht fühlst. Ja, wir haben ein Auto, weil unser Auto ist einfach schon ewig alt. Wir haben eine Garage, in die wir das stellen können. Es nimmt draußen keinen Platz weg. Wir fahren super selten. Und wenn es kaputt ist, glaube ich, kaufen wir auch kein neues. Wir sind dann auch so ein bisschen am Diskutieren. Ja, weil es gibt einfach gute Alternativen. Und ich finde, wenn man in der Stadt wohnt, in der Stadt arbeitet, braucht man kein Auto. Sorry, ich muss einfach fragen, was hältst du ganz persönlich von der Aussage ACAB? Der ACAB. Früher wusste ich gar nicht, was das heißt. Jetzt weiß ich, dass es heißt All Cops are Bastards. Ich finde es immer super krass, wenn Menschen andere Menschen diskriminieren. Egal aufgrund von was. Hautfarbe, Sprache, Berufswahl, Einstellung, sonst irgendwas. So eine generelle Diskriminierung finde ich verrückt. Vor allem... So, wie das so ist. Unser zweiter Sohn ist gerade wach geworden, also ist mein Freund jetzt bei dem und ich bin wieder alleine. Direkt dazu, es hat eben aufgehört bei, ich bin neidisch auf eure Möglichkeiten in Köln.
Ja, wir haben super viele Möglichkeiten. Es gibt hier fast 7 Unverpacktläden. Es gibt jeden Tag einen Wochenmarkt. Es gibt 1000 Möglichkeiten, Lebensmittel zu retten. Und wir können uns sogar einen Acker mieten. Also in Köln ist einfach super viel möglich in Richtung plastikfrei, Zero Waste und nachhaltigem Leben. Deshalb können wir auch hier nicht wegziehen. Genau. Ich finde es gut, dass du so schön normal aussiehst. Deshalb vertraue ich dir. Dankeschön. Ja. Oh, ich finde dich echt authentisch. Super, super. Danke, danke. Dann hat noch jemand geschrieben, dass es war mein absolutes Lieblingsvorurteil gegenüber mich. Nämlich, ich glaube, du bist sehr direkt und nicht alle Menschen können damit umgehen. Können sie nicht. Und das ist was, was ich in meinem Alltag immer wieder erfahre. Ob ich einen Ofen kaufe, ob ich Bereichsleiterin bin in einer großen Firma, ob ich mit meinem Kind irgendwo bin oder mit dem Erzieher spreche. Es ist immer, ich bin wirklich sehr direkt. Bei mir heißt ja und nein, nein. Ich habe halt keine Hidden Agenda. Wenn ich dir sage, du brauchst mir die 2 € nicht geben für das Bier, was ich dir mitgebracht habe, dann will ich auch nicht, dass du mir sagst, ja doch, ja nein, ja doch, ja nein. Ich will einfach nicht, dass du es mir gibst. Und wenn ich dir sage, gib mir die 2 €, will ich, dass du mir die 2 € dafür gibst. Und viele Menschen kommen darauf nicht klar. Das habe ich in meiner Vergangenheit gelernt. Das war so ein großes Hindernis tatsächlich für meine berufliche Zukunft auch. Ja. Und auch wenn ich mit Kooperationspartnern spreche oder in Interviews mit Leuten, die mich interviewen wollen, die sind manchmal kommen die so ins Stocken, weil ich doch so direkt und ehrlich bin. Ja. Danke dafür. Das springt ja immer wieder zurück. Ich muss einfach schneller sein. So, weiter geht's. Ich mag euren Lebensstil. Du bist ziemlich durchgeknallt, aber auf eine sympathische Art. Danke. Ja, ihr seid gleichberechtigt, entspannt und spontan. Das sind wir. Spontanität ist nicht mehr so da mit 2 Kiddies. Aber gut. Dann haben wir noch das Letzte. Ganz ehrlich, dein Profil und deine Einstellung hat unter anderem Klimaangst beruhigt. Ich finde es total krass, dass mir beispielsweise manchmal Menschen sagen oder auch mir schreiben, dass sie wirklich Angst haben, dass unsere Erde kaputt geht, dass wir hier nicht mehr leben können. Und deshalb wirklich weinen und alles. Das ist richtig krass für mich. Finde ich so schockierend, dass ich Gänsehaut habe. Und dann sage ich immer, hey, wir können alle was tun. Jeder von uns kann was tun. Was wichtig ist, dass wir nicht die Herausforderung vom einen zum anderen schieben, dass wir sagen, die Politik muss was tun oder keine Ahnung, wer muss was tun, die Städte müssen was tun, die Firmenbosse, die Chefinnen müssen was tun. Jeder kann was tun und jeder ist einfach gefragt. Und das finde ich so wichtig. Und ich finde es auch wichtig, wenn ihr wirklich diese Klimaangst habt, dass ihr offen damit umgeht, mit Leuten darüber sprecht und uns vielleicht auch sogar ein bisschen Hilfe holt, weil das einfach ja ein super wichtiges Thema ist. Und ich denke, auch sowas kann Leute wachrütteln. Jetzt die letzte noch. Ihr seid der Hammer, so eine tolle Familie. Ganz viel Liebe für euch. Ganz viel Liebe für euch, da kein Festival ist. Vielen Dank. Und wenn ihr mein Video cool fandet, kommentiert gerne, folgt mir gerne auch. Ich will der größte Zero Waste, die größte Zero Waste YouTuberin werden. Nee, will ich nicht. Ich fände es aber schön, wenn du mir folgst oder die Glocke läutest oder auch gerne noch eine Frage da lässt. Und bis bald. Eins habe ich vergessen. Da hat doch tatsächlich auch jemand kommentiert. Naja, wenn es beim Stinken anfängt, dann hört für mich alles auf. Ich glaube, das war darauf bezogen, dass Ökos irgendwie manchmal stinken. Ja, ich sag mal so, ich kriege keine Werbung für die Sachen, die ich jetzt hochzeige. Die verkaufe ich alle in meinem Shop. Also dafür Werbung, Entschuldigung. Das habe ich geschenkt bekommen. Das ist ein Deo. Das ist ein Deo. Das ist ein selbstgemachtes Deo. Also, nein, ich rieche gut.